einem neuen Pfeifenreibzeug hier, genau. Pfeifenreibstellung. Maracuja. Ja, OVP, wie immer bei Five Pipes. Den Maracuja drauf, mit einem Schild in der Hand. Maracuja. Nichts Besonderes, alles wie immer. Guter Schnitt, kaum Äste. Sieht relativ feucht, sieht relativ trocken aus. Alles wie gewohnt bei Five Pipes. Geruch riecht fruchtig, relativ intensiv. Ja. Ja, und geschmacklich, wenn wir damit gleich auch anfangen, super nach Maracuja, wirklich. Also, ja, ist eine schöne Fruchtnote. Man könnte echt meinen, man isst auch eine Maracuja. Ist echt erstklassig wieder gemacht. Also, ist schön fruchtig, nicht übertrieben, nicht so künstlich. Passt eigentlich wieder. Das Setup, wie ihr seht, ist wie immer die NPS mit den zwei, zwei Glasstöcken, K und E-Glas. Der Sapphire Hotshot mit der Fanglockung und zwei Trikots drauf. Genau. Ja, Rauchentwicklung kann man eigentlich auch wieder nichts dran aussetzen. Auch jetzt gefühlt ein bisschen weniger als der letzte. Ja. Kann aber auch daran liegen, dass wir letztes Mal den großen Kopf hatten, viel Tabak drin und drei halbe Trikots drauf. Aber trotzdem sehr gut rauchen und unangefochten Tabak. Wie immer eigentlich. Würde ich 9 von 10 Punkten geben. 9 von 10 Punkten. Und wenn wir gleich nochmal zurück zum Geschmack, da haben wir die Punkte ja ganz vergessen. Ah, ja. Auch 9 von 10 Punkten. Ja, ja, passt auch. Ja, eigentlich war es das schon zu Tabak. Wir haben alles gesagt. Ich hoffe, wir konnten uns diesmal kurz halten. Ja, der Tabak kriegt von mir eine Kaufempfehlung. Er schmeckt gut, er raucht gut, er ist nicht zu teuer, er hat einen guten Schnitt. Alles wie eigentlich immer bei den 5x5-Tabak-Sorten, die wir bis jetzt hatten. Und wir werden noch mehr testen für euch. Und ja, wir hoffen, dass das einfach so bleibt, dass sie gut schmecken, dass sie gut rauchen und ja, super Tabak einfach. Jo. Genau. Ja, weitere Videos werden folgen. Ihr könnt auch immer wieder gerne unsere Facebook-Page Smoke News einfach in der Suchleiste oben eingeben, mal auschecken. Da werden wir immer wieder mal Sachen machen. Also die Videos könnt ihr dann eben direkt finden. Wir werden euch auch über Gewinnspiele informieren und so weiter und so fort. Jo, eigentlich wäre es das dann auch schon von uns. Und genau, in dem Sinne, bis zum nächsten Review. Wir sehen uns. Ciao, Leute.